Mahlzeit, ihr Nase, und herzlich willkommen zurück zu Dirt. Ich bin froh, dass ihr wieder zuguckt, wie ich im Dreck spiele. Wir fahren eine Rallye heute in Japan. 3 Etappen sind das, also lass uns mal Gas geben. Wir bleiben auf Clubman. Ich glaube, ich lasse es ein bisschen ruhiger angehen. Ihr seht, hier haben wir mittlerweile alle Autos, aber die hatten wir vorher schon. Ich habe hier auch schon ein paar Lackierungen dazu gekauft. Ach, nehmen wir mal das giftige Orange, ne? Nehmen wir die Kiste. Ach, sind 3 Rallyes sogar. Ah, oder sind es? Ach, was weiß ich. Fahr mal halt. Enge Kurse auf Asphalt. Mag ich ja eigentlich Asphalt. Kann man die Autos so schön super um die Kurve schubsen. Also bis dran denken, dass ich die Ansicht wieder umstelle. Bei den Buggies habe ich eine andere Cockpit-Perspektive. 80, links 2. Jawohl. Haben wir noch eine längere? Ja. 80, links 5. Sehen die Phil. 40, rechts 3. Ah, jetzt haben wir. 80 rechts 4 lang. 100 Scheitel. 150. Links 6, 100. Scheitel. Muss ich gucken, dass ich nicht zu aggressiv fahre. Saß gerade noch und dann legt den riesen Jump hin. Sieht ja cool aus, kann aber auch mal richtig schön in die Binsen gehen. Ich habe kein Gefühl, wie es von der Zwischenzeit wird. 150, links 6, enger 5. Ei, hatte ich heute rum hier. Das hätte nicht sein müssen, da hätte ich mehr Gas geben können. Ah, liegen noch nicht so weit hinten, das ist gut. 100, rechts 5. Ich hätte auch den Peugeot nehmen können oder den Citroën, die wären schneller gewesen, aber... Wollte halt nicht. 80 links 6 lang. Der Mitsu ist mir schnell 6. Genug. 80 rechts 6. 100. Scheitel links 5. 80 Scheitel 80 links 6. Mit so einer Kuppe, das ist fies vor der Kurve. Ach, immer noch keine Zeit gut gemacht. 100 rechts 5. 100. Links 6, weiter über 300. Links 3, rechts 4, links 3. Alter, was war das jetzt? Wo kam das jetzt her? Totalschaden. Leute, da bin ich nicht zufrieden mit. Nehmt mir das nicht krumm, aber das finde ich gerade... Habe ich auch noch nie gehabt, ne? Wo bin ich denn da hängen geblieben? Ich habe es gar nicht gesehen. 80 links 5, 40 rechts 3. 80 rechts 4 lang. Wo bin ich denn da hängen geblieben? 100, Scheitel. 150. Links 6, 100. Und so scheiße lief es ja jetzt nicht. Links 5 und rechts 6, links 6. Mist. Und rechts 6, 40 und links 2. 150 Scheitel. Wo bin ich da hängen geblieben zum Fick? Also echt mal. Das war nicht schön. 150 links 6, enger 5. 100 rechts 5 und links 5. Aber dafür im ersten Abschnitt jetzt eine Sekunde rausgefahren. Im ersten Versuch war ich hinter. Also wenn ich noch einen Crash baue und noch einen Totalschaden, dann brechen wir die Rallye ab. Dann ist es halt so. Aber das war jetzt unerwartet, sag ich jetzt mal. Jetzt kommt das Highspeed-Stück. Das mag ich so gar nicht. 80 rechts 6.
80 rechts 6. 100. Scheitel links 5. 80, Scheitel 80, links 6, Enger 4. Ui. 100 rechts 5. Hat so ein Fass in die Bande gebreddert. 100 rechts 5. 100. Links 6, weiter über 300. Jetzt kommt gleich das Stück, wo ich so richtig schön ihre Schnauze gelegt habe. Und ich weiß nicht warum. Links 3, rechts 4, links 3. Bin ich denn da hängen geblieben? Ich habe echt keinen Schimmer, Leute. Bin jetzt bewusst echt ein bisschen vorsichtiger an der Stelle gefahren. Lieber ein bisschen Zeit liegen lassen, als wieder die Karre schrotten. 40, rechts 5 und links 6 lang. 40, rechts 6. 150. Links 6, rechts 6, 60. Links 3, rechts 4. Die letzte Zwischenzeit. Ja, war nicht so glorreich. Ja, muss ich jetzt echt ein bisschen... bisschen besser fahren. Alter, das sind hier aber auch Dinge. Heidewitzke. Ich überlege, welcher mit dem Peugeot lang gebrettert hat. Alter, Falter. Wird wirklich im Tunnelmodus. Links 6 und links 6 lang. 100. Links 5 lang und rechts 4. 60. Links 5, rechts 5, lang 60. Links 5. 40, rechts 6, außen halten. 100. Zieht. Okay, passt. Ach, doch nochmal 2,5 Sekunden gut gemacht auf dem letzten Etappenstückchen. Oh, Heidewitzka. Heidewitzka auch irgendwie so ein Ausspruch, den ich doch öfter mal tätige in dem Let's Play. Aber jetzt nach dem Crash war auch der Puls schon so hoch. War jetzt nicht so gut. Hui. Dann wohl nicht alle drei Etappen schaffen in dem Part. Mal gucken, wie es von der Zeit her ist. Wenn ich die Wiederholung nicht mache, würde klar, wenn wir es locker schaffen, aber ich will die halt auch zur Analyse vom Fahren ja für mich selbst immer noch so ein bisschen mit drin haben. Habe ich ja schon erklärt. Ja, das ärgert mich so ein bisschen, weil ich war zwar im ersten Versuch, wo die Karre draufgegangen ist, war ich zwar etwas langsamer, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin besser gefahren. Hier war es weitaus aggressiver am Anfang, aber dann... Naja. Und das Highspeed-Stück, da konnte ich ja ein bisschen was gut machen, oder? Nur beim dritten Etappenabschnitt, da war nicht so geil. Teil vorbei, wo ich mich beim ersten Mal so dermaßen auf die Schnauze gelegt habe. Es ist total schadengleich, das war hart. Ja. Und jetzt ein Haarnadelding. Da stand irgendwie ein Grashalm zu hoch oder sowas. Damals mich gelegt. Hier habe ich Zeit verloren, weil ich ein bisschen Mangel hatte wegen dem wirklich sehr engen Teilstück, wie ich finde. Und in die Tunnel rein zum Beispiel sieht man auch nicht wirklich was. Bautz. Noch ein bisschen Lack abgegeben.
Da wird es ungeil, muss ich sagen. Ist auch vom Fahren her schwierig. Hell, dunkel, hell, dunkel. Ja, wir haben unser Auto mal hinten ein bisschen lädiert. Kam eher selten vor, sonst ist immer vorne rechts bei mir immer der Kotflügel. Der muss am meisten leiden. Guck dich doch mal das hier Zuckel an. Das ist keine saubere Fahrweise. Na gut, der vorne rechts ist auch, wie sich's gehört, der hat auch schon einen Treffer. Das Auto muss noch durchhalten. Weil wenn es Servicebereich ist, wird es nach der zweiten Etappe sein. Da kann man das Auto wieder ein bisschen herrichten und wir sind durch. Gut. Puh. Oh Gott, der Weltrekord ist immer noch bei einer Minute schneller. Das ist mehr als traurig. Aber unsere persönliche Bestzeit, das ist gut. 2 Sekunden vorm Zweitplatzierten, das ist auch nicht übel. Ja, wieder einer mit dem Lancia Delta die Zeit hier geknackt. Das muss ein ziemliches Biest sein. So. Das machen wir uns aber auf. 2. Etappe. Die Zeit haben wir noch, Leute. Und Servicebereich und 3. Etappe machen wir dann im nächsten Part. Jetzt geht's rund. Entschuldigung. 80, links 6, nach rechts 5. 60, rechts 4, lang und links 5. 150, links 6, sehr lang, nach rechts 4. Und über 150. Boah, blendet das. 60, rechts 2. 100, rechts 4, 40, links 3. 100, über Scheitel, rechts 5. Na, sie juckt. Und links 6, über 200. Und rechts 6 und Scheitel 60 rechts. 5 Sekunden raus, gut, Wahnsinn. 60 links 6, sehr lang. 100 links 6, enger 5. Und rechts 6. Aber noch ist nicht Feierabend auf der Rallye. 100 rechts 1. 60 links 5, rechts 4. Ja, ein bisschen ruckelig, aber. Wow, 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 wow. Und rechts 4. 100, links 4 und rechts 4. Und rechts 3 nach links 3. Gut, dass ich im ersten Streckenabschnitt so viel Zeit gut gemacht habe. Ja, auch 2 Sekunden plus. Okay. Gut, 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 gut. Und rechts 3. Und links 3. 40 rechts 3. 40 links 2. Bin gerade im Flow drin. Aber Quatsch nicht, Phil. 40 sorry. 3, breiter und enger 3. 40 links 2. Autsch, das hätte nie sein müssen. 40 rechts 4 lang. So, vorletzte Zeitmessung. Aber ich möchte meinen, ich habe was liegen lassen. 60 rechts 5. Der Vorsprung ist groß genug, möchte ich sagen, aber. Was, ich habe immer noch Plus gemacht? Nochmal 5 Sekunden. 40 links 5. Hammer. Und rechts 5, 60 links 2. Ich habe gedacht, ich bin schlechter unterwegs. Rechts 4
Das war zu früh angebremst. 60 rechts 6 lang nach links 4. 60 rechts 6. Okay. Und links 5 rechts 5. Und links 4 und rechts 4. Hat sich irgendwie Scheiß bauen kurz vom Ende. Uäh. 80 rechts. Sollst nicht immer beschreien. Da. Bogen nach rechts 5. 200. Und ziehen. Jetzt hacken wir es. Ja, auf dem letzten Teilstück was verloren, aber pff, was bei dem Vorsprung. Du bist spitzenmäßig gefahren. Da kacken wir doch mal die Pflicht drauf, ne? So, die Wiederholung. Das sah zumindest zum Schluss spektakulär aus, finde ich. Ja, bis hier war sowieso die Welt noch in Ordnung. Und bis auf die kleinen Ditcher habe ich, glaube ich, auch eigentlich sauber Fahrt. Ne, ein paar Schlingere, aber bin nirgendwo weit dagegen geknallt. Ich überlege, wie oft ich damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, weil ich auch so gut wie gar keine Rallye-Erfahrung hatte, hatte ich irgendwie ein Jahrzehnt vorher, hatte ich Ur-Colin McRae mal gespielt. Da kam ja gar nicht klar. Also Rallye-Spiele war erst so die letzten ein, zwei Jahre, dass ich da wirklich Interesse für habe. Und mittlerweile merke ich auch, dass ich es öfter spiele. Das klappt doch ganz gut. Wobei es tatsächlich auch Spiele gibt, wo ich einfach meinen Hut vorziehe, was so das Simulationslastige angeht. Ich werfe da mal ein paar Worte wie zum Beispiel Dirt Rally 1 und 2 in Hut oder Richard Burns Rally. Richard Burns Rally ist wirklich eine Bitch. Also, das Ding ist so ultra schwer. Da hat man am Anfang eine Fahrschule, die sollte man auch nutzen, sonst kommt man auf der Strecke gar nicht klar. Da komm, wenn ich einfach bloß blind einsteige in irgendwie so eine kurze Rallye oder sowas, da komme ich mit dem Auto, das ist bloß noch ein Metallklumpen, wenn ich da am Ziel lande. Aber hier war eigentlich ganz gut, das dürfte der Ditcher gewesen sein. Es sieht vorne schon wieder ein bisschen verzogen aus, aber ich bin mir nicht sicher. Kann auch täuschen. Der Kotflügel, der öffnet sich schon wieder so ein bisschen. Der wackelt schon wieder. Schöner Drift. Wenn auch ein bisschen weit raus. Das macht ja hier wirklich. Das macht ja auch Spaß, hier wirklich das Auto um die Kurven zu schmeißen. Das macht richtig Gaudi. Da muss noch irgendwas anderes drin gewesen sein, was ich gar nicht richtig registriert habe. Weil Kotflügel rechts hat natürlich auch wieder gelitten. Oder es liegt daran, weil wir nicht im Servicebereich waren, aber hinten haben sie es ja auch wieder angetackert. Ich weiß es nicht, Leute. Ja, da muss wackeln vorne. Hat trotzdem 12 Sekunden rausgeholt. Mit den, was war es? 5 oder waren es 7 im ersten? In der ersten Etappe haben wir ein gutes Polster, dann für jetzt die dritte. Da brauche ich nicht so gestresst reingehen. Das ist klasse. Hier wird es jetzt echt nochmal ein bisschen zappelig zum Schluss. Ja, das war nicht schön. Aber irgendwie doch noch gekriegt. Oder irgendwo hängen zu bleiben zumindest. Und jetzt Zieleinfahrt. Ah, alles cool. Bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Ja, eine Etappe haben wir noch. Ah, wir haben so sauber Vorsprung. Das ist super.
15 Sekunden, 14, 15 Sekunden. Das ist gut. So, ich glaube, wir könnten jetzt im Servicebereich. Das machen wir dann aber im nächsten Part gleich so als Startding. Und ich hoffe, ihr seid denn wieder mit dabei, wenn es denn heißt. Colin McRae, Dirt 1. Ciao.